Wenn man jetzt den Gedanken hat, dass man sich mit dieser Übung mit einer Sphäre außerhalb von uns verbindet, die man ein bisschen mit der Sternenwelt, der Fixsternwelt assoziiert, dann ist es vielleicht gar nicht so adäquat, jetzt Formen zu laufen, denn das sind ja stehende Sterne. Aber was man dafür machen kann, damit auch das untere System ganz sich damit verbinden kann, das ist doch, dass man das Drehen, was der Stab macht, der das aufgreift, auch mit dem Fuß macht und auch hier ein Drehen. Und jetzt ist es vielleicht so, dass Sie mal versuchen, erst zu spüren, wie ist es, wenn ich dieses Drehen von innen ausführe. So wie vielleicht man auch beim Tango macht, ich drehe den Fuß, das Bein halte ich relativ ruhig und dann kommt nachher die Energie von innen nach draußen. Oder wie wir es jetzt bei unserer Übung machen, den umgekehrten Weg, ich habe den Fuß, ich spüre draußen die Fixsternsphäre, einen Stern ausgewählt und der bewegt jetzt meinen Fuß von außen. Und sein Wirken sickert quasi durch den Fuß in der anderen Richtung in mein Körperenergiezentrum hinein und durchlichtet das von innen. Und das können Sie dann mit dem Stab zusammen verbinden, dass Sie das Gefühl haben, die Bewegung kommt von außen und Stab und Fuß machen die ähnliche Bewegung und beide fühlen sich von außen geführt. Sie können auch den anderen Fuß machen. Sie werden merken, jeder Fuß verhält sich anders, meiner auch. Und auch dann schauen Sie, kriegen Sie es hin, dass sowohl die Stabbewegung von außen geführt wird und der Fuß seine Bewegung von außen geführt fühlt, dass das in Sie hereinströmt und auch, dass das Standbein nicht steif ist, sondern auch das seinen Rhythmus mitmacht.